Das nächste Platz geht für den Stabhochsprung von 4,60 Meter. Das sind 790 Punkte an Wim Hamelka. Der fünfte Platz geht an den Hochspringer für seine 2,5 Meter, 850 Punkte, Arek Aradin. Der vierte Platz geht an den Hugenstosser, der den dritten Platz erreicht hat, an den Österreicher. Schwächer kommen, Gerhard Ziller für seine 16 Meter. Er wird Vierter in der Wertung mit 865 Punkten. Also da war es ganz, ganz knapp zwischen dem 6., 5. und 4. Die ersten drei haben sich ein bisschen abgesetzt. Der dritte Platz geht an die Leistung im Stabhochspringen. Hilbertus Paul von Weißewitz hat 5 Meter übersprungen und 907 Punkte nach der Tabelle erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Paul, österreichischer Staatsmeister im Stabhochspringen. Die ersten beiden Plätze gehen an die beiden Hubschusser, an die Sieger, und zwar der zweite Platz geht an den zweiten Hubschuss, an Thomas Koschak, 1848 und 1005 Punkte. Und der Sieger hat den Sieger im Punktschuss mit 1020 Punkte für seine 18,72 Meter. Das ist der Martin Nowak. Herzlichen Glückwunsch. Er ist der Sieger, der Punktetester, und habe den Tag erhebt für den Gegenpreis. Der anschließend die Höhe aufgezeigt. Auch ich möchte mich zum Abschluss herzlich bedanken bei euch. Ich möchte mich bei Hans Hassler bedanken. Ich habe gesagt, ich mache so oft und so lange schon Veranstaltungen im Alleingang oder fast im Alleingang. Ich habe gesagt, wer übernimmt die Veranstaltung, sonst wird sie nicht stattfinden. Und Franz Kastberg ist eingesprungen und hat es wohl organisiert. Franz, bei dir herzlichen Dank für deinen Helfer, Freund. Vor allem auch beim Musikverantwortlichen, Franz Saarbrücken. Franz, hörst du mich? Herzlichen Dank, Franz, du bist ein toller Mann. Mit deiner musikalischen Umarmung, mit deiner Anlage und wir hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder so eine Sache machen. Herzlichen Glückwunsch nochmals!